Hallöchen wieder zu Planet Base. Ja, wir sind wieder auf der Mondbasis und müssen und bauen gerade unser Kontrollzentrum, damit wir unsere Bewohner vor einem Sandsturm schützen können. Genau. Und da wird, ist ja schön, der Bauboot hier, der baut gerade auf, aber der wird wahrscheinlich gleich kaputt gehen. Da, was habe ich gesagt? Der schießt sich in ewige Jagdgründe. Mal gucken, ob der gleich repariert wird. Ich hoffe es doch mal. Da kommt er schon. Zwei Stück sogar. Hat er gerade mal kurz geflucht, weil er hier schon gebaut hatte. Was ist da neu gekommen? Eine Arbeiterin. So, und hier kommt jetzt rein. Sicherheitskonsole. In den Gebäuden von dieser Konsole aus. Du kannst einige Dinge entdecken. Scheiße, Teleskop muss ich noch bauen. Okay, dann baue ich doch direkt das Teleskop. Es ist nicht hier zu sehen, sondern da. Tja, wo baue ich das hin? Ja, komm, baue ich das hier hin. Ist zwar ein arschweiter Weg, aber... Ach, verdammt. Ich mache das natürlich direkt in groß. Genau, ich habe ja noch ein paar, 5 Stück, aber es reicht hoffentlich aus. 3, 4, okay, reicht. Handelsschiff ist gelandet. Gucken, was der so schönes anbietet. Ja, Baubot-Patent 200, das sind 310. Nee, das kann ich leider nicht. Transportbots, ich kann leider nicht ausgeben. Wie ihr seht, lässt auch langsam nach mit den Pflanzen. Das heißt, ich müsste neue Pflanzen bauen. Auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, ist ja ganz klar. Pilze, habe ich schon Pilze? Schade, kann ich natürlich so jetzt nicht sehen. Das ist aber keine Pilze, das sind die Heilpflanzen hier. Ich baue einfach mal ein Pilzfeld, oder? Doch, das ist wohl das Pilzfeld. Habe ich Salat? Nein, Salat habe ich noch nicht. Gut, dann mache ich den und dann noch Reis. Reis habe ich schon. Erbsen, gut, Erbsen habe ich noch nicht. Und Mais. Sieht so aus, wenn ich das schon hätte, aber ich mach's trotzdem. Nee, ist Weizen. Sind da Seebau. Habe ich Kartoffeln. Könnte ich haben. Da habe ich die Kartoffeln, genau. Na, dann mache ich das erstmal so. Tomaten habe ich da auch. Okay, alles klar. Ein neuer Ingenieur. Ach, seht ihr, ist schon gebaut. Gut, das heißt nämlich mit F6 kann ich dann nämlich hier das Alarmstufe gelb geben. Dann kommt keiner mehr raus. Also geht keiner mehr raus und alle, die draußen sind, gehen so schnell wie möglich ins Gebäude. Naja, das wird höchste Zeit, da ich die baue. Moment mal. Ach, das wird hier von einem Ingenieur bewacht. Ach so. Das heißt Sicherheitskonsole. Aber die Eindringlinge brauche ich nur zu machen, wenn ich, ne? Wenn die Stadt bruch. So, und hier werde ich jetzt noch was hinbauen hier. Und zwar nämlich einmal dieses hier und hoch, nee, das hier noch einmal, genau. So, da habe ich nämlich mal Halbleiter, weil die brauche ich dann auch noch. Und Waffen werde ich auch später noch machen. Aber dafür werde ich wohl eine Herstellungsgrenze machen für Pistolen. Und zwar erstmal 2. Halbleiter mache ich auch 20. Ersatzteile lasse ich auf 10. Waffenschmiede, die brauche ich dann ja.
Oh, der ist verletzt hier, der Arbeiter. Dann gehen wir auf ins Krankenhaus. Oh. Da baue ich mal lieber noch ein Bettchen, wa? Ein Sandsturm kommt bald. Seht ihr, das ist es nämlich. Es wird angezeigt. Und jetzt, wenn ich jetzt F6 drücke, werde ich dann gleich den, jetzt den Alarm. Jetzt seht ihr, dass am Rand ein bisschen grünlich ist oder gelblich, sag ich mal. Jetzt kommen die alle rein. Da seht ihr auch, der Arbeiter kommt rein. Und jetzt gehen die auch nicht mehr raus, solange bis der Alarm besteht. Wieder Alarm besteht. Haben wir auch sofort alles fallen lassen, wie man sieht. So, ich bräuchte jetzt, ich müsste jetzt natürlich hoffen, dass die hier ein bisschen mehr bauen. Aber so wie es aussieht, habe ich hier zu wenig Erze. Und jetzt kann ich den Alarm wieder abstellen. Keine Warnung. Jetzt gehen die nämlich wieder raus. Gehen die wieder arbeiten hier. Los, ab in die Mine hier. Bett wird los. Boah. Alter, das war knapp. So, Scheibenhonig, ich habe wieder vergessen, das, die Stoppuhr zu starten. Das ist das Problem bei Shadowplay. So, also bis jetzt läuft das alles gut. Die, das Essen, das geht auch wieder voran. So will ich das sehen. Die brauchen alle Schlaf. Oh, Betten! Alter, ich hab vergessen, Betten zu bauen. Egal, mehr brauche ich nicht. Und jetzt sollte ich am besten hier noch so einen... den hier hinbauen, weil es kommt ja auch mehr von den... Stärke, da geht es rein. So, und mittlerweile kann ich den mal wieder abstellen hier. Hab jetzt erstmal genug. Futter habe ich auch en masse. Also da wird erstmal nichts passieren. Und ein Händler. Brauche ich nicht. Nehme ich die mal, wert 10. So, so mache ich das. Handeln und da habe ich dann erstmal wieder ein bisschen Erz. War doch Erz, ne? So, wir hoffen jetzt mal, dass alles auch super läuft hier, ne? Sind wir schon mittlerweile in der 5. Folge. Ja, ein bisschen Erz haben wir gekriegt. Genau, das brauchen wir auch. Weil ich werde hier aber auch noch eine neue Mine hinbauen bald, wenn hier eine neue Öffnung hinkommt. Ein neues Hochbett wurde gebaut, das zweite kommt auch jetzt. Sehr schön. Ja, das zweite Bioplastik brauche ich auf jeden Fall, weil wir kriegen hier mittlerweile so viel Bioplastik, dass es reicht. So viel Stärke meine ich. Aus dieser Stärke hier bauen wir dann hier Bioplastik. Das reicht ja. Aber so langsam reicht, glaube ich, nicht mehr der Essensgenerator. Essensfertiger. So wie es aussieht. Weil es nimmt nämlich ab. Ich brauche eine neue, größere Kantine.
Das heißt, ich müsste alles noch hier hinbauen wieder. Ein bisschen mehr hier rumbauen. Das heißt, ich werde hier noch ein... noch zwei Sachen hinbauen. Wie viel habe ich? 6 Metall. Einmal Sauerstoffgenerator. Reicht zwar eigentlich der andere noch. Aber ich, dafür, dass ich mal... so. Ich werde ja noch mal... natürlich noch mal... expandieren bald. Von Sauerstoff und Luftschleuse mache ich auch noch hier hin. Die baue ich dann... hier hin. So. Ich könnte hier auch noch eine Schleuse hinbauen. Aber das mache ich erst später. So, da kommen sie alle. 4 frei. So, das ist fertig. Da habe ich jetzt keine größere gebaut. Doch, Mittel habe ich gebaut. Gut. Das ist wieder der Händler. 8 Bier, 7. 7 davon und 8 davon. Was, zu wenig habe ich nur noch? Oh, ich brauche mehr Pflanzen. Warum brauche ich da mehr Pflanzen? Scheibenhonig. Nee, komm, mache ich nicht. Ich kann hier noch welche hinbauen. Was habe ich hier? Salat. Nee, dich wollte ich nicht anklicken. Salat, Kartoffeln. Alter. Weizen, Eis, Zwiebeln, Pilze, halt, Tomaten, Erbsen und Mais. Das heißt also, ich habe eigentlich alles Mögliche. Tomaten hatte ich ja, Salat, Zwiebeln, Rettich. Rettich hatte ich noch nicht. Zack. Pilze habe ich auch, Mais hatte ich auch, Weizen, Kartoffeln, Reis, Erbsen. Ich nehme nochmal Kartoffeln. So, die zwei mache ich noch. Ah, fertig. Sehr gut. Dann werde ich nämlich hier noch die Biene hinbauen. Und hier noch ein neues Essens-Moped. Eine Kantine. Und zwar größer als... Genau. So. Dann werde ich da bauen, anbauen und da anbauen. Oder eigentlich brauche ich das nicht, ne? Ah, komm, ich mache das einfach trotzdem. Oh, und jetzt können die nämlich da rausgehen. Das ist nämlich sehr viel einfacher für die. 2 frei, 0 frei. Bioplastik habe ich ein bisschen wenig. Der ist ein bisschen lustlos hier. So, das mit den Erzen und mit dem Metall hat sich so langsam gefangen. Ach du Schande, ich musste was gucken. Ah, seht ihr genau das hier nämlich. Aber ich komme über die Nacht noch drüber. Das ist sehr schön. Mal gucken, wie sich das dann gleich ändert. Ja, ist okay. Okay, das mit dem Stromnetz ist jetzt noch 69 zu 125. Super eigentlich. Ich könnte eigentlich auch noch einen neuen Kollektor bauen und den eventuell wegmachen. Muss ich gleich mal schauen. Moment mal, nee, das hier war es noch. Wasser... Oh, Wasser wird knapp. Wasser muss ich neu bauen. 2... Nee, kann ich nicht machen. Ich habe zu wenig dafür. Nee, kann ich auch entlassen. Das heißt, ich baue noch so einen Wasserspender hier. Muss ich. Geht nicht anders. Nee, Quatsch. So, den baue ich hier nämlich direkt in die Mitte.
Wenn du den hier mit und damit. So, dann kann ich den nämlich nachher wegmachen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Naja. Da bräuchte ich dann eigentlich auch nochmal einen Ausgang, aber da kann ich keinen hinbauen. Das ist ein bisschen doof. Da müssen die halt so weit latschen. Was jetzt hier, Mädels? Baut er jetzt hier oder wird heute ein bisschen geschlammt? Irgendwie wollen die hier nicht bauen. Fehlt da noch was? Nö. Ach, das fehlt noch da. Okay, dann baut der jetzt hier. Sehr gut. Kantine ist fertig. Ich brauche ein neues Bier drum. Hallo, du Pappnase. Hast du was vergessen? Da, hier. Hast die Verbindung vergessen? Oh, wehe, du sperrst dich jetzt selber ein. Das ist mir nämlich auch schon passiert, dass die sowas gebaut haben und dass die dann hier drin standen. Das heißt, man musste das hier wieder abreißen. Aber sehr gut, diesmal bleibt er richtig, ja. So, Kantine. Und zwar diesmal eine große. Kann ich die hier noch daneben bauen? Nee, wieso das denn nicht? Ah, scheiße, ey. Ja, dann baue ich die halt. Oh. So, dann kommen hier noch ein paar. So, so wird das gemacht. Da kann ich auch noch kleine Tische hinbauen. Das ist sehr schön. Da brauche ich mehr Bioplastik für. Und der wird noch da hingebaut, genau. Bis das alles fertig ist, so. So, haben wir das alles schon mal fertig. Was haben wir denn hier noch? Oh, der hat aber einiges hier. Hier kostet das 400, sind 580, das kann ich nicht. Also ich muss erstmal gucken, dass ich alles alles gut hoch genug baue. Oder eher gesagt, ausbaue. Da kümmere ich mich dann erst später drum. Boah. Also Leute, dann werde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Planet Base. Und ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.